Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute bei Würzburg und ich habe heute für euch die europäische Version der Corvette C8 Stingray als Cabrio dabei. Und falls ihr heute alles zu dir wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auf unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens über den Automobilmarkt informiert. Und was machen wir heute zusammen? Wir werden über die Optik sprechen, über den Motor, über das Mittelmotorkonzept, über den Innenraum, Kofferraum und natürlich auch gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber jetzt bei The Car Crash Review gelandet und wir sprechen jetzt erstmal hier über die Optik der C8 Stingray. Und wir haben jetzt hier die europäische Version. Auf unserem Kanal haben wir euch ja schon mal Anfang des Jahres eine C8 vorgestellt. Damals war das eben die amerikanische Version, die importiert wurde. Wir wollten euch das Auto unbedingt zeigen und hier steht es jetzt so da, wie ihr es daheim bestellen könnt. Aber ich muss euch so viel sagen, die ist jetzt schon mal erstmal ausverkauft. Heißt, bei manchen Händlern hat man jetzt eine Lieferzeit von bis zu einem halben Jahr. Dieses Auto ist sehr beliebt. Was interessant ist, denn die Corvette hat jetzt zum ersten Mal einen Mittelmotor. Bedeutet, der Motor ist von vorne nach hinten gewandert. Wir haben vorne jetzt eine viel flachere Motorfront bzw. Motorhaube und auch eine viel kürzere Motorhaube. Vergleichbar mit einem R8 beispielsweise und wir haben jetzt hier auch einen Heckantrieb. Wie genau sie sich fährt, besprechen wir dann später und jetzt erstmal über die Optik. Ihr bekommt insgesamt zwei verschiedene Ausstattungsvarianten. Das ist einmal die 2LT und einmal die 3LT. Wir haben jetzt hier die höchste Ausstattungsvariante. Die unterscheiden sich hauptsächlich dann im Innenraum. Und ihr habt jetzt die Wahl zwischen 12 verschiedenen Lackvarianten. Hier haben wir jetzt das Rapid Blue, wunderschöne blaue Farbe. Es gibt den auch in so einem Car Crash Orange, nenne ich es jetzt mal. Sehr auffällig, muss man auch drauf stehen. Hier jetzt aber erstmal in diesem Blau. Und wenn wir uns den jetzt so von vorne anschauen, fällt auf, dass er sehr aggressiv aussieht. Ziemlich wie so ein Hypercar, wie ich auch finde, wie eine Supersportauto eben. Und es ist vor allem dadurch gestaltet, dass hier eben alle Linien nach vorne gehen. Die zeigen jetzt hier vorne in das Corvette-Logo, beziehungsweise hier vorne dann auf das Nummernschild tatsächlich. Sehr viele Sicken und Kanten. Ich mag es, dass sehr viel passiert. Und wenn ihr euch jetzt mal so einen Huracan neben dem Auto vorstellt, dann finde ich, sieht er echt nicht alt dagegen aus. Es sieht krass aus, dieses Auto, vor allem im Verhältnis zum Preis, den ich euch am Schluss nennen werde. Hier haben wir dann noch ein paar Luftöffnungen und eine sehr sportliche Lippe, schwarze Elemente, die im Kontrast zu diesem Rapid Blue stehen. Und die Leuchten sehen jetzt sehr insektenmäßig aus, gehen jetzt genauso vor hier an die Front, pfeilförmig quasi. Und ihr habt jetzt nur LED, kein Matrix-LED, das gibt es leider nicht aufpreispflichtig noch dazu. Das hätte ich mir wahrscheinlich noch gewünscht, ist aber in Amerika eben nicht so typisch. Wenn wir jetzt in die Seite gehen bzw. ins Profil, erzähle ich euch mal was zu den Maßen. Und zwar ist sie jetzt 4,63 Meter lang. 1,93 Meter breit und 1,23 Meter hoch. Das ist eine flache Flunder. Mega geil. Und ihr bekommt den eben als Coupé oder als Cabrio. Erstmalig geht es bei der Corvette ein Hardtop Cabrio. Mega gut, wie ich finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher Softtop Cabrio oder Hardtop Cabrio Fans seid. Ich finde Hardtop auf jeden Fall gut. 17 Sekunden braucht er jetzt, um auf und zu fahren. Also das Dach, ich zeige es euch dann nachher, wenn wir den Innenraum besprechen. Sehr schöne Optik von der Seite, aber es ist nicht nur schön, sondern es ist vor allem ein Technikwunder. Ihr bekommt hier nämlich immer serienmäßig in Europa das Z51 Performance Paket dazu. Bedeutet, ihr habt jetzt hier einerseits die Michelin Pilot Reifen, vorne 19 Zoll, hinten 20 Zoll. Ihr habt ein elektronisches Sperrdifferenzial. Ihr habt jetzt hier optional noch das Magnetic Ride mit dabei, heißt, es ist eine adaptive Dämpfung. Und ihr habt jetzt hier auch noch ja, den Mittelmotor, das habe ich euch schon gesagt. Leistungsdaten erzähle ich euch dann später. Aerodynamikpaket heißt, ihr habt jetzt weniger Auftrieb als im Vergleich zu der Basis, welche ihr in Amerika bekommt. Und schaut vielleicht mit mir mal noch die Felgen an, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie gesagt, vorne 19 Zoll, hinten 20 Zoll, schaut auch gerne mal rein. Und wir haben jetzt hier schwarz lackierte Bremssättel, die gibt es auch noch in rot lackiert oder in gelb lackiert. Und die sind jetzt auch in diesem Performance Pack größer als eben in der Basis.
Aber wie gesagt, ihr bekommt eben nur dieses hier in Europa, genauso wie die Ausstattung, die beginnt erst bei 2 LT und nicht eben bei 1 LT. Spiegelkappen jetzt in einem schönen Schwarz. Jan möchte euch hinten auch noch die Felge zeigen. Habt ihr sie gesehen? Die ist jetzt größer als vorne. Hier dann der Tank, 70 Liter fassend. Ich zeige euch den auch mal schnell. Könnt ihr hier reingucken. Wenn er aufgeht, da geht er auf. 70 Liter ist schon einiges. Ich warte, bis er da ist. Wollte ich euch nämlich hier noch zeigen. 70 Liter Tank. Ich mache jetzt hier wieder zu und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal gemeinsam noch den Türöffner an. Der ist nämlich hier interessant integriert. Hier unten könnt ihr den dann öffnen. Sehr, sehr schick. Habt hier jetzt dann auch noch eben eine Öffnung zum Motor, damit dieser gekühlt wird. Und der sitzt jetzt eben hier hinten hinter eurem Nacken, wenn ihr fahrt. Schon ziemlich geil, vor allem wenn man die Corvette dann startet, brummt es von hinten los. Tolles Gefühl. Ich erzähle euch dann nachher bei der Fahrt ein bisschen mehr dazu. Wenn wir uns jetzt das Heck anschauen, haben wir hier erstmal einen ziemlich großen Spoiler drauf. Sehr schön geformt, wie ich finde. Corvette steht hier nochmal stolz drunter. Oben haben wir dann den Stingray, also den Stachelrochen nochmal drauf, der dann vorzeigt zum Motor. Und wir haben jetzt, wie ich euch schon gesagt habe, das Cabrio. Beim Coupé hättet ihr hinten jetzt noch eine Scheibe, wo ihr dann auf den Motor schauen könntet. Es gibt auch noch mal so ein Motor Appearance Set. Mein Englisch ist nicht so gut. Aber ihr habt dann hier dann noch mal Leuchten drin und Carbon, hättet dann noch mal ein bisschen mehr Augenmerk auf dem Motor. Hinten aber eben jetzt hier, wie gesagt, geschlossen. Leuchten auch sehr schön. Zweimal mit so einer Sicke geformt. Sehr dunkles Rot, passt auch gut zu dem Blau. Hier unten dann auch noch mal schwarze Elemente. Und wenn ihr jetzt da unten schaut, ein mega krasser, großer Diffusor und 1, 2, 3, 4 fette Endrohre. Und ja, wenn wir jetzt hier hinten stehen und bevor wir uns den Sound anhören, erzähle ich euch noch was zu den Motordaten. Und zwar haben wir jetzt einen 6,2 Liter V8 mit sage und schreibe 482 PS und 613 Newtonmeter maximales Drehmoment. VMAX fährt er jetzt mit dem Aeropack, was wir jetzt haben, 296 km/h, verbraucht nach WLTP 12,1 Liter und ist in 3,5 Sekunden auf 100. Was wir jetzt aber machen, ist, dass ihr hier stehen bleibt, ich gehe rein und dann zeige ich euch mit eins der besten Sachen in diesem Auto, und zwar den Sound. Was sagt er? Wir haben ja jetzt hier einen OPF, heißt im Vergleich zu der Version, die wir euch vorgestellt haben, ist er jetzt ein bisschen leiser, aber er macht trotzdem einen mega geilen Sound. V8 hört man ja nicht mehr so oft heutzutage. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es jetzt so fandet. Und was wir jetzt machen, ist, dass ich jetzt hier mal auf die Seite gehe und euch noch den Kofferraum zeige. Wir haben jetzt vorne und hinten einen Kofferraum. Den bekommt man jetzt hier unten, man muss es immer wieder suchen, an so einem kleinen Knopf auf. Hier oben geht es dann hoch. 350 Liter insgesamt, schaut mit mir mal rein, der ist jetzt etwas zerklüftet, ich finde es okay, es ist irgendwie charmant. Hinten sollen zwei Golftaschen reinpassen, das kann ich jetzt nicht belegen, weil wir keine zwei Golftaschen dabei hatten, aber es ist auf jeden Fall ausreichend Platz auch für eine etwas größere Tasche. Und vorne, da würde ich euch gerade noch mal mit vornehmen, schaut mal, so geht es zu, zieht sich auch automatisch zu. Vorne haben wir dann auch noch ein bisschen Platz, da gehen wir dann auch noch gemeinsam hin. Und den zeige ich euch dann auch noch schnell, den Kofferraum. Da kommt er mit mir vielleicht mal schnell mit. Ich mache den hier vorne auf. Ist auch hier sehr gut versteckt in der Optik. Einmal da drauf gedrückt. Man muss auch da nichts mehr hier irgendwie aufmachen. Hier habt ihr eben noch einen kleinen Frunk. Da passt ein kleiner Trolley drauf oder beziehungsweise rein und dann eben auch noch eine kleine Laptop-Tasche. Ja, ist jetzt nicht sehr viel Platz, aber für mich wird es reichen. Für Jan und mich vielleicht auch, für eine Familie. Naja, ihr habt ja nur zwei Sitze Platz. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam reingehen. Ich zeige euch noch den Innenraum, das Infotainment-System und dann fahren wir hier gemeinsam noch eine Runde durch die Reben, die irgendwie auch so ein bisschen aussehen wie unsere Heimat, oder? Kommt mit! Ja, weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und ich muss den Motor anlassen, damit ich euch hier drin alle Funktionen zeigen kann. Und erstmal fangen wir jetzt mit dem Dach an. Und das machen wir jetzt mal zu. Das funktioniert hier auf diesem Knopf und da kann man jetzt entweder hoch oder eben wieder runter drücken. Und ich mache das jetzt mal mit euch. Und sieht es nicht brutal transformermäßig aus? Voll krass, oder? Das fährt jetzt hier zu. 17 Sekunden soll es dauern. Es kommt mir auf jeden Fall super schnell vor. Nicht nervig. Jetzt fahren auch noch die Scheiben hoch. Ja, und jetzt habe ich das Dach zu und ich habe hier ein vollwertiges Coupé mit Hardtop. Wenn ich jetzt wieder runterfahren möchte, drücke ich jetzt hier ganz easy nach unten. Das fährt dann auch wieder rauf. Ich mag ja Cabrio fahren, deswegen lassen wir es jetzt auch für die Fahrt offen. Und Jan hat vor allem hier auch mehr Licht drin. Schon ziemlich cool, oder? Sieht
ziemlich nach Perfektion aus für mich. Jetzt haben wir es hier wieder zu. Windschott habt ihr hinten übrigens auch. Heißt, das kann ich hier auch nochmal hoch und runter fahren. Ist nochmal so ein kleines Glasstück, was eben bei den Verwirbelungen helfen soll. Und jetzt würde ich sagen, macht Jan mal die Tür auf, damit er hier mal mit mir reinschauen kann. Unten an dem Türöffner, sehr elegant. Und jetzt fangen wir als allererstes mal mit den Sitzen an. Und ihr bekommt jetzt drei verschiedene Sitze. Einmal GT1, GT2 und nochmal die sportlichsten, die Competition-Sitze heißen sie, glaube ich. Die sind alle Schalensitze, sehr viel Carbon jetzt hier verbaut. Super schick, wie ich finde. Hier oben Corvette-Zeichen in der Kopfstütze. Da hinten seht ihr Carbon, hier eine Öffnung, hier Alcantara, weiches Leder an der Seite. Das sind schon extrem schicke Sitze. Und was mir am besten gefällt, sind hier diese, ja, ich würde fast sagen, eisblauen Anschnaller. Man kann sie auch Rapid Blue nennen. Schon sehr gut. Einstiegsleiste, sehr breit. Und was jetzt besonders ist, bei der Corvette haben wir jetzt einen sehr breiten Mitteltunnel. Hier ist auch wirklich so ein richtiger Stahlträger drin. Dafür konnte man aber die Einstiegsleisten relativ niedrig halten und auch breit halten. Heißt, der Einstieg ist hier echt angenehm. Ich komme hier auch mit ein bisschen Rücken gut rein und auch wieder raus. Jan schafft es auch. Also für uns ab ja, 30, Mitte 30 klappt das auf jeden Fall. Jetzt schaut mit mir mal in die Tür und da haben wir jetzt die Bose-Anlage mit insgesamt 14 Lautsprechern, die ist jetzt hier serienmäßig drin. Macht mega guten Sound, gehört zum Cabrio-Fahren dazu. Sonst wirklich alles hier mit Leder bezogen, Carbon-Teil dann nochmal beim Fensteröffner. Und unten an dem kleinen Knopf da öffnet ihr die Tür. Sehr interessant, falls es rein theoretisch, wenn es mal so sein sollte, nicht mehr elektrisch gehen sollte, habt ihr da unten dann auch noch die Notöffner. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, die könnt ihr auch dort unten noch öffnen. Sonst haben wir hier die Luftdüsen sehr zum Beifahrer geneigt. Man kann die hier jetzt auch einstellen. Das finde ich ein bisschen fisselig, dieses kleine Ding hier. Da hätte ich Schiss, dass es mir abbricht irgendwann noch. Aber hier dann wieder so ein ja, Aluminium- bzw. Plastikelement. Hier wieder sehr viel Leder. Und ihr bekommt hier in den Innenwelten super viele Farben. Ihr bekommt hier beige, ihr bekommt hier rot und vor allem schwarz. Und schwarz finde ich am schicksten. Sieht sehr gut aus. Und hier habt ihr jetzt so eine sehr, sehr lange Knopfleiste an der breiten Mittelkonsole. Die ist auch sehr hoch hier an der Seite, als ob der Beifahrer hier gar nicht mehr irgendwie mit dabei ist. Und hier oben habt ihr jetzt die Einstellung für den Fahrer und hier unten für den Beifahrer. Und da gibt es wirklich alles von Sitzkühlung, Sitzheizung. Hier habt ihr dann die Einstellung eben für die Klimaautomatik und da könnt ihr die Stärke einstellen, genauso wie ich das hier auf meiner Seite machen kann. Ist für mich auch logisch sehr gut angeordnet, weil hier komme ich gut dran, als Beifahrer kommt man hier gut dran. Tipptopp. Sonst gehört mir hier alles. Es fühlt sich auch so an wie in so einem Flugzeug. Es ist wirklich ein Cockpit-Feeling. Hier habe ich dann zwei Cupholder, die ich aufmachen kann. So sieht übrigens der Schlüssel aus. Liegt sehr gut in der Hand und ist auch ausreichend groß. Und hier habe ich dann auch noch meinen Knopf, womit ich dann hier was Kleines öffnen kann. Satinierte Oberfläche, USB-C und USB-Anschluss, um da mein Handy zu laden. Und hier hinten dann auch noch ein Fach, wo ich mein Handy eben ablegen kann. Da seht ihr, es kommt so rein. Was nicht so gut ist, wenn ich mich jetzt umdrehe, komme ich da leider nicht so gut hin. Oben steht auch nochmal Corvette Stingray drauf. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist uns noch hier kurz den rahmenlosen Spiegel anschauen. Wenn man den jetzt hier umklappt, haben wir hinten eigentlich auch noch eine Kamera raus. Die seht ihr dann, wenn das Dach geschlossen ist, hinten eben. Da können wir dann eben auch digital rausschauen. Das machen wir später dann noch, wenn wir dran denken oder wenn wir nicht total im Cabrio-Hype sind. Hier vorne haben wir dann noch den Gangwahlhebel für die verschiedenen Modi. Corvette-Zeichen hier nochmal. Drive, neutral, rückwärts, Park. Und hier habt ihr dann eben noch den Knopf, um vorne die Front 5 cm hochzufahren. Das kostet 1.950 Euro Aufpreis. Ist sehr praktisch, wenn man in Städten unterwegs ist. Und hier habt ihr dann eben auch noch eine Kamera, die euch dann die Umgebung zeigt. Jetzt würde ich aber sagen, kommt Jan mal rein, damit er sich nicht einen Hexenschuss holt. Und ich zeige euch hier vorne noch alles zum Infotainment. Und erstmal zum Lenkrad. Wir haben jetzt hier ein eckiges Lenkrad in der Mitte, Corvette-Zeichen, 12 Uhr Markierung, hebt sich jetzt nicht so stark hier ab, eben mit dem Schwarz in Schwarz. Alcantara liegt sehr gut auf der Haut. Hier können wir jetzt die Lautstärke regeln. Hier haben wir den Z-Mode. Das ist ein Mode, den wir uns selbst konfigurieren können. Wenn ich einmal draufklicke, steht es da vorne dann. Da kann man eben die Lenkung einstellen, das Fahrwerk, Motorschaltung, Bremsen, Motorklang und auch das PTM. Das misst mit, wenn man jetzt hier eine SD-Karte drin hat, was wir alles fahren. Heißt, man kann hier quasi den Track halt eben mit aufnehmen auf einer Kamera. Und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Modi an. Wir haben jetzt den Wettermodus. Ich kann jetzt hier mal wieder zurück. Wenn ich jetzt hier wieder drauf drehe, das muss ich leider kritisieren. Das finde ich nicht so einfach, das hier einzustellen. Irgendwie liegt wahrscheinlich auch an meinen etwas längeren Nägeln. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, haben wir hier den eigenen Modus, den wir einstellen können. Wo das geht, zeige ich euch auch gleich nochmal. Reisemodus ist der komfortabelste Modus, Sportmodus
Und dann kommt jetzt noch der Rennstreckenmodus. Ihr seht, da ist alles auf aggressiv getrimmt. Hier vorne ändert sich dann auch nochmal alles. Und wir haben dann eben, wenn wir hier vorne drauf klicken, dann nochmal den Z-Modus und alles wird rot. Das ist der brutalste, je nachdem, wie wir uns den einstellen. Lenkradheizung, Sprachsteuerung, alles für die Telefonanrufe habt ihr ja auch. Und ihr habt auch Schaltwippen, die jetzt mitfahren bzw. mitkommen, wenn ich hier lenke. Plus, minus, sehr groß, aus Stahl, total angenehm auf der Haut. Vorne Cockpit seht ihr dann alles, was ihr wissen wollt. Könnt ihr euch auch verschiedene Dinge anzeigen lassen, wie die Fahrwerte, Audio, die Wartung könnt ihr euch anzeigen, verschiedene Optionen, Infokacheln könnt ihr jetzt auswählen, Geschwindigkeitswarnung beispielsweise hier auch noch rein oder nicht rein. Und hier könnt ihr euch eben dann alles so konfigurieren, wie ihr eben Lust und Laune habt. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist noch ganz schnell da vorne über das Infotainment sprechen. Und jetzt klicke ich einmal auf Home und das ist jetzt hier so die Startansicht. Da habe ich jetzt hier eben einerseits die Informationen zu meinem Radio, aber eben auch hier zur Navigation. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, habe ich die ganzen Apps. Heißt, ich habe jetzt hier einerseits Audio, kann hier eben mir das Radio aussuchen, habe hier mein Mobiltelefon, Apple CarPlay, Android Auto, habe hier die Navigation, die funktioniert gut. Wir sind jetzt hier die ganze Zeit mit Navi gefahren und auch sehr schnell. Verschiedene Fahrprofile. Hier habe ich jetzt noch die Einstellungen. Und wenn ich jetzt auf Fahrzeug gehe, kann ich hier eben die Fahrmodi anpassen. Und gehen wir mal auf meinen Modus. Da kann ich jetzt die Lenkung in 3 Stufen anpassen, ich kann das Fahrwerk in 3 Stufen anpassen, die Bremsen in 3 Stufen, Mensch, Jessie, und den Motorklang sogar in 4 Stufen. Das gleiche kann ich auch mit dem Z-Modus machen. So ist er jetzt gerade eingestellt. Hätten wir hier eine SD-Karte, könnte man hier eben auch das ganze, hoppala, die ganze Mitfahrt machen bzw. das mit filmen lassen. Hier haben wir noch andere Einstellungen, haben hier nochmal die Apps, haben hier auch noch alles zum System. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Android Auto habe ich euch ja schon gesagt, Klimaautomatik haben wir jetzt auch und hier ist jetzt das PDA. Und das ist jetzt leider ein bisschen schade. Ich kann hier nämlich nicht die Aufnahme starten, weil ich jetzt hier leider keine SD-Karte drin habe. Falls ihr aber eine drin haben würdet, könntet ihr eben eure ganze Fahrt mit aufnehmen. Habt ihr auch den Ton, der hier im Innenraum mit aufgenommen wird und könnt halt eben auf den Track gehen und euch danach anschauen, was ihr gut oder eben falsch gemacht habt. Und dann noch eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar haben wir neue Kameras. Die sind von Insta360. Einmal die hier, die X2. Und auch so eine kleine, die man sich so an die Brust machen kann. Die sind echt mega cool. Schaut bei dem mal vorbei, falls ihr auch vielleicht für euer YouTube-Format oder auch für privat sowas sucht. Sind auf jeden Fall echt coole Produkte. Was wir jetzt aber gemeinsam machen, ist losfahren. Und dann schauen wir mal, was der Motor da hinten so kann. Kommt mit. Jetzt fahren wir endlich los und starten unsere Corvette da vorne auf dem Start-Stopp-Knopf. Ihr seht schon, es startet hier richtig laut und wir gehen jetzt mal zu Anfang. In welchem Modi fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen nicht im Reisemodus an, sondern im Sportmodus. Nicht Rennstrecke, sondern Sport. Wir drücken jetzt hier auf D, sind dann in D. Rückwärtskamera möchte ich euch noch kurz zeigen, bevor wir losfahren. Da ist sie, habt ihr auch nach vorne noch Sicht, nach hinten könnt auch zoomen. Sehr, sehr praktisch, heißt, hier habt ihr keine Probleme beim Rückwärtsfahren. Jetzt gehen wir vor und ja, wir haben ja jetzt hier einen Mittelmotor. Bedeutet, der sitzt jetzt direkt hier bei uns hinterm Nacken. Ich mache mal die Scheiben hier vor, dass ihr uns ein bisschen besser hört, beziehungsweise mich. Und mache jetzt auch noch das Windshot nach oben. So, dann versteht ihr mich jetzt auch. Ich möchte aber nicht darauf verzichten, dass wir jetzt hier trotzdem Cabrio fahren. Und wir haben jetzt hier Mittelmotor. Heißt, wir haben jetzt die Gewichtsverlagerung nach hinten im Vergleich eben zur Corvette C7. Heißt, Motor sitzt bei uns im Nacken und wir haben jetzt hinten 60%, vorne 40%. Ist sehr gut, weil im Getriebe sitzt er jetzt satt auf dem Boden. Vorne haben wir dafür umso mehr Wendigkeit eben bei der Lenkung. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr aufs Gas gehen, boah, merkt ihr auch schon, das ist eine krasse Rennmaschine. Ich sitze hier auch richtig fest drin. Die Sitze packen mich fest zu. Ich habe jetzt ein sehr kleines Lenkrad und das ist echt richtig krass, dieses Gefühl, vor allem diesen Motor im Nacken zu haben und vor allem hier eben mit dem Heckantrieb, der neigt sehr dazu, auch mal den Arsch wegzuschmeißen. Wenn man nicht gut Auto fahren kann, ist dieses Auto nicht geeignet. Man muss schon einige Runden mit so einem Heckantrieb mal gefahren sein, damit man den auch beherrscht. Wenn ich jetzt auf die Bremsen gehe, haben wir jetzt ja auch in dem Z51 Performance Pack eben die großen Brembo-Bremsen, die greifen richtig gut zu und der hat brutal viel Drehmoment von unten heraus eben. 613 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wir haben jetzt 482 PS.
Dieses Auto ist krass und vor allem in 3,5 Sekunden auf 100. Und jetzt gerade bei diesen Straßen, ihr hört es, der will einfach nach vorne, der hat Bock, der hat einen Sound, alter Falter. V8 eben. Höre ich immer seltener, tut mir auch so ein bisschen weh, es ist leider so. Und was wir jetzt noch machen, ist gemeinsam hier mal ein bisschen auf die Bremse und wir beschleunigen jetzt mal gemeinsam durch. Heißt, ich drücke jetzt mal aufs Gas. Und ja, der schießt nach vorne, da muss man auch echt fahren können. Jetzt kam mir gerade jemand entgegen, dieses Auto, ihr habt es gerade gesehen, man muss wirklich fahren können. Und wenn wir jetzt ein bisschen schnittiger durch die Kurven fahren, ist das krass. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist jetzt hier mal an dem Mode-Drehregler drehen und jetzt sind wir im Reisemodus. Nee, jetzt sind wir im eigenen Modus. Gehen wir nochmal im Reisemodus zurück. Da haben wir ihn. Und jetzt ist die Lenkung viel angenehmer, viel komfortabler. Auch das Fahrwerk hat sich komfortabel angepasst. Motorschaltung ist jetzt deutlich leichter. Motorklang ist jetzt runtergegangen. Und ihr seht auch eben immer die Einstellung. Und damit ist dieses Auto eben auch durchaus ein Auto, mit dem ihr längere Strecken hinter euch bringen könnt und eben auch ein GT. Und ich mag diese Spreizung, weil das ist richtig krass. Ihr könnt hier so viele Einstellungen machen, bis zu 13 Stück eben und habt halt eben die Spreizung von entspanntes Reisemobil bis hin eben zu extremem Sportwagen, mit dem ihr eben auch auf den Track könnt. In 3,5 Sekunden auf 100, das ist ein Geschoss. Man muss es fahren können, aber genauso kann man jetzt hier auch mal den Mann oder die Frau mitnehmen, kann entspannt dann irgendwo hinfahren. Man muss nur aufpassen, wenn man in die Kurven fährt, dass man nicht zu viel Gas gibt, weil sonst haut das Heck sofort raus. Und dann haben wir hier auch noch eine Technikbombe. Bedeutet, wir haben jetzt hinten ein Sperrdifferential. Wir haben jetzt hier eben das Magnetic Ride, was optional kostet nochmal. Ich mache euch dann am Schluss noch die Beschreibung rein, wie viel alles oder jeder Posten dann kostet. Bedeutet, vorne wird die ganze Zeit die Straße abgemessen und passt eben die Dämpfer dementsprechend an. Heißt, ich habe hier ein sehr sportliches Fahrgefühl, wenn ich das möchte, habe hier aber auch ein sehr komfortables Fahrgefühl. Wir fahren jetzt hier auch gerade über richtig schlechte Straßen und es ist trotzdem ja im Reisemodus sehr, sehr angenehm. Wenn ich jetzt hier mal weiter drücke, können wir mal vielleicht noch in einen anderen Modus gehen. Sportmodus waren wir schon. Rennstrecke-Modus ist noch mal zu krass vielleicht für Jan, vor allem hier als Beifahrer. Gehen wir vielleicht noch in den eigenen Modus. Den habe ich mir vorhin konfiguriert, wie ich den möchte. Habe dafür dann einen eigenen Knopf oder kann dann hier vorne auch eben auf den Z-Knopf drücken, wenn ich es dann ganz brutal haben möchte. Ihr seht, der Motor wird auch noch mal lauter. Vorne wird alles sehr, sehr sportlich. Und ja, dieses Auto ist krass. Hört euch das mal an. Das ist ein Traum. Aber jetzt sprechen wir über den Verbrauch. Angegeben sind ja 12,1 Liter, das haben wir jetzt heute natürlich nicht geschafft. Wir lagen eher so bei 14 Liter. Das ist aber ein Sportwagen, bei dem das, finde ich, absolut okay ist. V8-Motor, 6,2 Liter, ein Sauger, einer der letzten Sauger seiner Art. Dieses Auto macht einfach unfassbar Spaß. Was wir jetzt noch machen, ist das Dach noch zu, bis 50 km/h kann man das zumachen. Das funktioniert dann auch, machen wir jetzt mal hier. Fährt dann auch zu. Der hinter mir muss jetzt halt ein bisschen warten. Und jetzt haben wir eben, ja, ein Coupé. Wir haben einen Hardtop, das ist natürlich super angenehm. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist hier auch mal wenden. Da müssen wir jetzt mal kurz warten. Blinken jetzt mal hier rüber. Und so ist es schon ganz cool. Was ich euch noch zeigen wollte, ist Folgendes. Schaut mal, hier habt ihr dann eben auch eine Kamera nach hinten. Die habt ihr aber nur, wenn das Dach eben zu ist. Jetzt wenden wir hier noch. Einmal geschwind drumherum. Und gehen jetzt vielleicht noch, ja, in welchem Modus gehen wir jetzt noch zum Schluss? Zum Sportmodus nochmal, der gefällt mir am besten. Der ist so am besten austariert, zwischenkomfortabel, aber trotzdem zu sportlich. Die Track-Modi sind mir jetzt hier für den Alltag doch zu krass. Und dann wollte ich euch jetzt erzählen, was wir verbraucht haben. 14 Liter, das habe ich schon gesagt. Das habe ich jetzt euch auch noch gezeigt. Und jetzt ist es halt auch so, wenn das Dach zu ist, ist hier drin auch nochmal die Klangkulisse eine ganz andere. Wir haben jetzt den Motor bei uns im Nacken sitzen. Ich finde, man hört ihn noch lauter. Ich fühle mich hier wie in so einer Nussschale. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Eine Sache noch, Getriebe. Wir haben jetzt hier ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das schaltet wirklich gut, ist selten verwirrt. Es macht Spaß, dieses Auto. Ich kann auch manuell selbst mitschalten, wenn ich das möchte. Dieses Auto ist ein Traum. Dieses Auto ist ein absoluter Traum. Ich fange schon an zu stottern. Was wir jetzt als nächstes machen, ist zurückfahren. Und dann zeige ich euch noch ein Fazit und erzähle euch, was der jetzt so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit zur Corvette C8 Stingray. Und erstmal schreibt mir in die Kommentare, wie fandet ihr das Review jetzt so? Ich bin gespannt. Und jetzt fangen wir mit den wichtigsten Punkten an. Erstens Optik. Für mich 1000 Punkte. Ich stehe auf die Optik. Es ist ein sehr extrovertiertes Auto. Ihr könnt euch super viel konfigurieren.
bis zu 1000 Möglichkeiten, je nachdem, was man konfiguriert, könnt ihr da am Schluss herausbekommen. Heißt, von den Bremssätteln bis hin zum Innenraum, bis hin zur Farbe gibt es echt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Aber es ist nicht ein typisches amerikanisches Auto, was einfach nur protzig aussehen möchte bzw. gut aussehen möchte, sondern hier steckt auch brutal viel Technik drin. Heißt, wir haben jetzt hier den Mittelmotor mit einem Sperrdifferenzial. Wir haben jetzt eben dieses Magnetic Ride, also eben die adaptive Dämpfung. Wir haben ein Sperrdifferenzial. Wir haben jetzt hier dickere Brembo-Bremsen drauf als im Vergleich eben zur Basisversion in Amerika. Und es ist ein ziemliches Geschoss. Es macht super viel Spaß zu fahren. Natürlich haben wir jetzt einen relativ hohen Verbrauch gehabt, aber es ist eben ein Sportwagen. Und wenn wir jetzt über den Preis sprechen, wird es interessant, denn ihr bekommt hier sehr viel Sportwagen für zwar nicht wenig Geld, aber ich finde, es ist ein sehr gutes Verhältnis. Und der beginnt jetzt als Coupé in der kleinsten oder niedrigsten Ausstattungsvariante, also in dem 2LT, bei 86.900 Euro. Das ist ziemlich gut, auch wenn die in Amerika natürlich günstiger sind, aber das liegt eben daran, dass ihr hier immer serienmäßig beispielsweise das Performance Pack drin habt, weil es halt eben in Deutschland einfach nur so eingeführt wird. Als Cabrio beginnt er dann bei 97.000 Euro und so wie er jetzt hier steht, kostet er knapp 110.000 Euro eben mit dem Magnetic Ride, mit der Frontanhebung von bis zu 5 cm, die wir jetzt haben, mit der Farbe und auch mit der Innenraumausstattung. Falls sich das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was ist das? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, falls es euch interessiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!